Hallo, ich grüße euch zum Teil 39F. Ihr habt ja sicherlich gesehen, wir haben in dem YouTube-Kanal, da könnt ihr oben auswählen Videos und Playlisten. Wenn ihr bei den Playlisten guckt, da habt ihr einen ganzen Strang auch Mitschnitte von den Stammtischen. Und wir haben letzte Woche war's in Gera Halle den Stammtisch besucht und ich habe dort auch einen Vortrag gehalten. Die vier Teile könnt ihr euch mal reinziehen. Das ist eine gute Zusammenfassung, wenn ihr euch nicht durch 130 Videos wühlen wollt. Aber gewisse Dinge kann ich dort auch nicht in epischer Breite machen, vor allen Dingen auch nicht die organisatorischen. Deswegen machen wir das jetzt. Das ist sozusagen als Ergänzung zu verstehen. Ihr wisst, wir haben bei uns seit ungefähr 2004 angefangen, alles, was wir machen, in Projekten zu ordnen. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir, wenn wir irgendwas recherchieren oder irgendwas brauchen oder irgendwas rausgefunden haben, dann müsste das ja geordnet abgelegt werden, damit wir es wiederfinden. Und da ist also sozusagen eine Ablageordnung entstanden. Und in dieser Ablageordnung gibt es eine Durchnummerierung, sodass also alles, was getan wird, irgendeine Nummer hat. So, und wir haben jetzt die Projekte, die jetzt hier für den Sender und auch für die für die Verweserwahl entscheidend sind, die haben also auch Nummern bekommen. So, und da ist also das Bauvorhaben 239 ist die Verweserwahl, die 240 ist das Kaiserradio, was hier im Hintergrund schon im Entstehen ist. Ihr seht ja, dass hier der Lötkolben an ist und das war hier die Platine von dem Powermixer hier. Seht ihr ja schon. Die ist jetzt zur Zeit der Reparatur, da bin ich jetzt gerade drüber, das irgendwie zu reparieren. Ich habe auch schon Teile gekriegt. Sind also hier, so sieht das aus, sag's mal hier. So, die großen Transistoren, da hat es eine schon zerlegt. Und da müssen wir austauschen. Und ich hoffe mal, dass ich den Fehler schnell finde. Und dafür haben wir aber die Geräte eben günstiger gekriegt. Ne? Wenn wir neue Geräte kaufen, so viel Geld haben wir zurzeit nicht zur Verfügung. Das heißt, wir kaufen irgendwie gebrauchte Technik auf mit kleinen Macken und versuchen das dann zu reparieren. Also ich kann das mal zeigen. Hier ist sowas hier. Ne? Das ist also hier ein Equalizer, das hinten mit XLR-Buchsen, vorne hier mit Poddies und da sind also auch ein paar Schaltgleise kaputt, müssen wir mal suchen welche. Und dann wird das repariert. Das ist eine Sache, die ich früher auch schon gemacht habe, also kenne nichts Besonderes. Ja, und wir wollen jetzt also erstmal, dass die Technik soweit in Betrieb nehmen. Wir haben also hier drüben, ich kann es mal rüberblenden, vielleicht könnt ihr es sehen. Hier, das ist also diese Zuspieler, immer für die großen Beiträge, für die Trailer und für die Musikeinspielung ist der hier oben, der Mixer. Das ist unser Maskottchen. Ja, ja. So, hinter uns der Powermixer. Das ist der im Prinzip das Studiosignal, ich drehe mal wieder zurück, das Studiosignal aufbereitet, damit es dann sozusagen hinten dran der Satellitenablink rangemacht hat. Also da kommt dann hinten wie so ein Getränkekühlschrank sieht das aus. Da sind die ganzen Einschiebe drin und dort wird die Satellitensendeantenne angeschlossen. So funktioniert die Sache. Wir bauen alles auf bis zu dieser Schnittstelle, wo es rausgeht zum Satelliten. Und das mit möglichst wenig Aufwand erstmal. So dass wir erstmal sendefähig sind und wir werden die erste Zeit ganz normales Webradio machen über einen Webradio-Dienstleister. Wir werden jetzt regelmäßig auch Leute einladen, die sagen, na, ich kann DJ und ich will was lernen und so. Die können dann kommen und können sich hier versuchen, können sich einüben. Es muss natürlich ein bisschen in geregelten Zeiten sein, weil ich ja auch einen Großteil meiner Wohnung und der Werkstatt zur Verfügung stelle. Und das darf natürlich nicht zu Unzeiten sein. So, aber die Einladung ist ausgesprochen. Es gibt auch wieder Leute, die mir damit helfen wollen, damit es so schnell vorangeht. Ihr seht, im Hintergrund ist schon die Videoleinwand aufgebaut. Das ist eine große Kleinwand. Da wird dann mit dem Beamer dann während der Radiosendung dort Meldung rangeworfen oder ja, irgendwelche Lichteffekte, müssen wir mal schauen. Ja, was lässt sich noch erzählen? Ja, ansonsten ist das hier Werkstatt und Studio gleichzeitig, weil die Werkstatt vorne noch nicht fertig ist. Wird aber so auch in den nächsten Tagen passieren. Es hängt ein bisschen mit am Geld. Also wenn ihr wollt, dass wir hier ehrliche Berichterstattung haben, ungeschönt, also ähnlich wie ihr es eben von anderen Medien im Internet gewohnt seid, aber eben über Astra. Und da haben wir uns überlegt, wie das gehen könnte und wie wir zwischen Lizenzrecht und politischer Beeinflussung das so austarieren, dass es funktioniert. Und ich hatte heute ein Gespräch mit einem Österreicher, der will auch das Österreich-Ungarn aktivieren und versucht jetzt Stammtische zu organisieren. Und die müssen erstmal rausfinden, was ist denn in Österreich mit den Siegeln los? Ihr wisst ja, da wurde das Kronprinzenpaar von den Freimaurern umgebracht. Und dann gab es sozusagen einen Verfassungsnotstand. Nur ist es die Frage, wie das österreich-ungarische Recht aussieht. Gab es da auch Verweser oder haben die einfach dann die Macht übernommen?
wie es eben hier mit den Soldatenreden war. Das müssen die Österreicher rausfinden. Ich bin auch eingeladen, demnächst zum Stammtisch dort mal hinzufahren. Das werde ich auch machen. Allerdings bin ich mit der österreichischen Geschichte, stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß, weil da muss ich auch erst mal lernen. Und ich hoffe mal, dass sie mich fit machen im österreichischen Recht, dass ich euch das auch ein bisschen übersetzen kann. Und in der Zwischenzeit werden die versuchen, ihre Stammtische aufzubauen und vielleicht auch ein bisschen Geld zur Verfügung zu stellen. Ich habe denen zugesichert, dass sie auch ein Regionalbüro kriegen, also dass sie in österreichischer Mundart dort noch Nachrichten sprechen können. Und wir werden dann ja 5-10 Minuten dort auch mal die Österreicher und die Schweizer mit einladen. Und es wird also dort ja, eine bunte Mischung sein. Also das eigentliche Nachrichtenstudio, hatte ich schon erzählt, wird außerhalb der Bundesrepublik sein, innerhalb den Grenzen von 1914. Und die Musikeinspielung wollten wir innerhalb der europäischen Staaten, aber auch außerhalb der Bundesrepublik machen, aufgrund der sendelizenzrechtlichen Sachen. Ja, und Österreich und Schweiz können dann Nachrichtenbeiträge zuspielen. Also das Zuspielen funktioniert, das ist ein Sende-PC. Der macht also die ganze Musik, ja, Aufbereitung, Nachrichtenaufnahme, wird ganz normal, wie ihr es habt bei Videos, aber eben mit einer hohen Qualität, einer professionellen Kamera. Das wird mit einem Videoschnittprogramm geschnitten. Die kriegen also dort einen Rechner hin, wo sie Videos schneiden können. Dann können sie die Nachrichtenbeiträge zusammenschneiden, dann machen sie einen Telefonanruf, dann sind fertig, haben sendefähiges Material. Dann spielen die das rüber, dann gucken wir uns das an. Und wenn das Sendefreigabe gibt, dann wird das sozusagen erst hochgeschafft. Also es wird dann live in die Musik reingeschnitten. Könnt ihr euch dann so vorstellen, das ist also wie hier, das ist der Playout. Ne, da werden dann oben, wird der Nachrichtenbeitrag sozusagen eingestellt und dann, wenn die Zeit rangerückt ist, wird das dann ausgestrahlt. So dass wir also nicht von jedem Zeitpunkt, gerade schon jeden Standpunkt aus, einen eigenen Ablink brauchen, sondern die Nachrichtenbeiträge werden wir von aller Welt zuspielen. Und wir werden auch ein Regionalbüro in Namibia machen, also für die Schutzgebiete in Afrika, da gibt es ja Deutsch-Südost, Deutsch-Südwest, Deutsch-Video und so weiter. Das wird wahrscheinlich in Namibia passieren. Die waren dort in Nachrichtenredaktion kriegen und die spielen uns dann auch Beiträge zu. Ne? Die machen also ihre Landwirtschaftsnachrichten und so weiter, werden also dort auch mit über Astra kommen. So, ja, Musikredaktion hatte ich schon erzählt, ist, die kriegen den Ablink. Die müssen sich dann auch um die Wartung kümmern und so weiter. Das tue ich dann alles organisieren, wenn das soweit ist. Aber momentan mangelt es noch an der Finanzierung. Ich habe ja erzählt, es ist kein Problem, das Geld zusammenzukriegen. Es ist ein Problem, den Leuten begreiflich zu machen, dass sie mit dem GEZ-System das nicht reißen können. Weil die werden nicht erwarten, dass wir die Gesellschaft verändern und dass die euch die Wahrheit über dieses Land erzählen. Ich habe hier einen ganzen Stapel Post gekriegt heute, wie Leute auf den öffentlichen Behörden, Landratsämtern und so weiter, regelrecht die Leute verklapsen. Unter anderem auch das Büro von Herrn Gysi, was ordentlich mit Lügen aufgedichtet, das Bundesministerium für Verbraucherschutz und so weiter. Das tue ich alles mal aufbereiten, wird in der nächsten Woche, gebe ich euch das mal rein, richtig kommentiert. Also da fallen euch die Haare aus, wenn ihr das lest. Es ist ganz, ganz schlimm, was in diesem Land los ist und wie die Leute belogen werden. Der Hit ist allerdings, was heute kam, eine Ausfertigung vom Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen. Ihr wisst ja, dass das nicht staatlich ist, weil oben wieder mal kein staatliches Logo drauf ist und der Freistaat einfach nur eine Firma ist. Na, die haben ein Dienstgebäude, kein Amtsgebäude. Und was haben wir denn noch so Lustiges? Besonders lustig ist ja auch das Siegel. Es ist kein staatliches Siegel oder nur ein Gewerbelogo. Es steht Ausfertigung drauf. Ihr wisst also, ich habe keine Ausfertigung gestellt. Ich habe ein Urteil, ein revisionsfähiges Urteil verlangt, wo man also die Leute, wenn sie also anfangen, bei der Wahlprüfung zu betrügen. Es geht jetzt nicht um Wahlbetrug. Wir wissen ja, dass der Wahlbetrug stattgefunden hat, weil die Landeswahlleiterin uns nicht als Partei zugelassen hatte. So, und da muss man natürlich dagegen vorgehen, weil sie hier versucht hat zu manipulieren. Und da die dort entscheiden, ja auch von Parteien kommen, also der Parteiensumpf ist das Problem. Ja, der Parteiensumpf stellt die Wahlkommission und die fälschen also die Wahl über die Staatsangehörigkeit, indem sie euch eine Nazi-Staatsangehörigkeit aufs Ohr drücken. Ich will mal gucken, ob ich das Schreiben noch gleich habe. Ja, hier. Ja, das habe ich schon mal reingestellt hier im Internet. Hier unten steht eindeutig da, dass euer Deutsch im Ausweis eine Nazi-Staatsangehörigkeit ist. Das ist also der ultimative Beweis, dass es so ist. Und aber der absolute Hit ist hier unten.
Da guckt ihr euch das mal genau an. Also hier steht hier unten, Richterin Wehrstall, oder wie sie heißt, ist wegen Erkrankung an der Unterschriftsleistung gehindert, gezeichnet Munz. Hat natürlich keiner unterschrieben, alle haben nur mit gezeichnet unterschrieben. Das Siegel steht falsch, ne? Ja, und eine Urkunstbeamtin hat ja einen Stempel drauf gehauen für den Gleichlaut. Was interessiert mich denn der Gleichlaut? Ich will das Urteil haben. So, und wenn jeder mit gezeichnet unterschreibt, heißt das, dass er für das Urteil keine Verantwortung übernimmt. Das heißt, die können ja Lügen reinschreiben und das sind auch fette Lügen, das muss ich bloß mal alles aufbereiten. Ja, und dann müssen wir sozusagen hier den Internationalen Strafgerichtshof anrufen, weil hier eine Wahlprüfungsbetrug vorliegt. Also die wissen ganz genau, dass die Staatsangehörigkeit vom Nationalsozialismus ist. Und ja, und da Landtag auch die Vorwürfe, die wir gemacht haben, nicht entkräften konnte. Die haben sich überhaupt nicht dazu geäußert. Und ja gut. Ja, der Bundesgerichtshof ist ja auch nichts anderes als ein Verteilkonstrukt, keine staatliche Stelle. Und man muss sich ja überlegen, Artikel 20 Grundgesetz, Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz sagt ja, also wenn alle demokratischen Mittel versagen und wir eine schlimme Parteiendiktatur des Nationalsozialismus auf uns herniederkommt, haben wir das Recht zum Widerstand. Das ist dann eine Auslegungssache, wie wir diesen Widerstand auffassen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es mitten in der Finanzkrise die Leute, die hier an solchen Sachen mitgewirkt haben, die Leute nicht aus der Nazi-Staatsangehörigkeit entlassen wollen, in die staatliche Staatsangehörigkeit, nämlich die des Bundesstaates, dass die natürlich die Ersten sind, die Wut der Wutbürger abkriegen. Da würde ich nicht dazu aufrufen wollen, aber ich kann mir vorstellen, dass es automatisch dann losgeht, sobald hier die Schwierigkeiten auftreten oder der ISIS hier durch die Städte zieht und die Leute köpft. Dann werdet ihr erleben, wie die Gutmenschen plötzlich auf Wutmensch umschalten. Und zwar massenhaft und über Nacht. So, ich hoffe mal, dass es glimpflich ausgeht, aber es ist sicherlich nicht zu vermeiden, dass es dann zu gewaltsamen Ausschreitungen kommt und dass die Leute, die uns hier mit Scheinbescheiden beglücken, ja, die Ersten sein werden, die diese Wut abkriegen. Das kann man so sagen. Aber sie haben ja immer die Möglichkeit, solches Zeug nachzubessern. Wir haben also hier wieder Haufen Schreiben gekriegt, wo die Behörden die Leute anlügen. Es gäbe also dieses Kaiserreich nicht mehr. Das ist überhaupt nicht wahr. Es gibt eine ganz klare, eindeutige Ansage aus 1973, hat der Bundesgerichtshof Bundesverfassungsgericht entschieden, dass das Deutsche Reich fortexistiert. Und wenn die das Deutsche Reich meinen, meinen die nicht die Weimarer Republik, weil die Weimarer Republik ist ja nur eine Zirkusnummer. So, sondern die meinen den Staat. So, nach völkerrechtlichen Gesetzen ist es so, dass wenn die Haager Landkriegsordnung eintritt, und das ist genau passiert beim Kriegseintritt, wo der Bündnisfall ausgelöst worden ist, also der Erste Weltkrieg sozusagen losging. Und der Zeitpunkt, das hat also Österreich-Ungarn bestimmt, und die haben also einen Bündnisfall ausgelöst. Und ab dann gilt die Haager Landkriegsordnung. Und der Kaiser hat im Gesetz über die Auflassung bestimmt, dass nur er den Krieg beenden darf. Also läuft er bis heute noch, weil er hat ihn nicht aufgehoben. Und die Weimarer Republik war auch nicht berechtigt, Friedensverträge zu schließen, weil Max von Baden kein Verweser war. Auch Hitler war kein Verweser. Und demzufolge können die Gesetze vom Nationalsozialismus auch nicht angewendet werden, weil zunächst die Haager Landkriegsordnung gilt. Und die Haager Landkriegsordnung setzt das Recht ein, was bei Beginn der Haager Landkriegsordnung gegolten hat. Inklusive der Fortschreibung bis zum 27.10. Und da hat mir wieder einer, so ein Staatsrechtler, wieder sich das Maul zerrissen. Ja, da wird man ja ins Kriegsrecht kommen. Das ist doch, wir sind doch im Kriegsrecht. Wir wollen da raus. Aber um da rauszukommen, müssen wir an dem Protokoll fortsetzen. Und das Protokoll ist der Schnitt vom 27.10. zum 28.10. Mit bundesrepublikanischem Recht brauchen wir da nicht kommen. Wir müssen in das kaiserliche Recht rein und dazu brauchen wir die Bundesstaatenangehörigkeit, damit wir diesen Staat vor den Verbrechern und Invasoren schützen können. Und wer das nicht begreift und sich dann wundert, wenn die Invasoren, die hier ins Land geholt werden, denen die Häuser wegnehmen, dann liegt das einfach daran, dass sie die Bodenrechte verloren haben. Und dann werden die Schlafschafe zum Wutschaf. So, na, weil dann plötzlich das Auto abgeschleppt wird, das Haus weggerissen wird oder die aus dem Haus vertrieben wurden und dann irgendwelche Leute, die ja illegal eingereist sind, in die Häuser verfrachtet werden. Das ist das, was wir gerne verwalten wollen, weil wir haben das Recht, aber wir müssen erstmal in die Staatsangehörigkeit zurück, von der Bundesstaatenangehörigkeit. Und der Bearbeiter an der Meldestelle, der das uns verhindert, der ist dafür verantwortlich, wenn es hier Tote gibt. So, und dann werden die Angehörigen natürlich den aufsuchen und den zur Brust nehmen.
Das müssen sich die Mitarbeiter der Meldebehörde mal verinnerlichen, was da passiert. Also wenn die alle aus der BRD-Nazi-Staatsangehörigkeit aussteigen können und nicht wieder zurück in die staatliche, die uns zusteht, weil wir sind nun mal nicht beigetreten. Wir hatten keine Wiedervereinigung mit den Staaten, weil der Staat war nie geteilt. Und wenn wir Wirtschaftsgebiete vereinigt waren, das interessiert uns alles nicht. Die Bundesrepublik hat sich ja vom Acker zu machen, wenn wir den Bundesstaatenangehörigkeit zurück wollen. Und wir haben genug von der Frau Merkel. Wir brauchen dieses dumme Gelaber im Bundestag nicht mehr hören. Wir wollen eine eigene Regierung haben, die in Mitteldeutschland entscheidet. Und ich hoffe, dass Putin uns bald hilft und dass er seine Verantwortung als Besatzer ernst nimmt und dieses Gesindel zum Teufel jagt. Weil wir kennen diesen Genfraß wollen wir nicht haben. Wir wollen das das Glyphosat wollen wir nicht haben. Wir wollen keine Chemtrails haben. Wir wollen auch keine Hetzsender haben. Und den MDR kann er komplett einäschern. Brauchen wir alles nicht. Wir brauchen einen ordentlichen staatlichen Rundfunk. Ich sage das nicht nochmal. Ohne diese Medien, Repräsentanz, dass wir also bei allen Lügen da dagegen gehen, wird dieses System noch ewig laufen. Erst dann, wenn wir die Lügen zurückdrehen können. Na, es gibt ja direkt bezahlte Lügner im ZDF, die Beiträge aus dem Irakkrieg reinschneiden und das Syrien oder irgendein anderen Land andichten, obwohl man genau weiß, dass das Archivmaterial ist, wo da gelogen wird. Und sowas müssen wir aufdecken. Das müssen die Leute auch warnen, dass sie von früh bis abend in den Medien nur belogen werden und ihre eigenen Lügen noch bezahlen müssen. Der MDR, da ist kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Das ist ein Hetzsender, der von den ausländischen Besatzern hier installiert worden sind, um uns zu verblöden. Und keine andere Aufgabe hat dieser Sender. So, und wenn er das nicht begreift und wenn er dieses System nicht loswerden wollt, na, dann wird er noch 10 Jahre in diesem Merkel-Wahnsinn leben müssen. Ich hab's satt. Ich will dieses Drecksfernsehen nicht mehr angucken. Ich schalte es auch nicht ein und ich verbiete es auch, dass es hier angeschaltet wird. So, und ich hoffe, dass ihr das auch so macht und dass ihr euch beschwert und dass ihr auf die Ämter rückt und die anzeigt wegen Sklaverei, weil sie euch nicht rauslassen in die Bundesstaatenangehörigkeit. Und wir werden nächste Woche nochmal schreiben, auch machen, dass ihr da wirklich auch Hilfe habt, dass ihr euch ordentlich beschweren habt, dass ihr die Leute mit Strafanzeigen überzieht, wenn sie euch nicht in die Bundesstaatenangehörigkeit entlassen. Weil wenn du kündigst in der Firma, bist du raus. So, die haben nur so lange Macht, wie sie euch in der Firma halten. Da gibt's dann sogar noch freche Beamte, die schreiben, die Kündigungsschreiben euch zurückschicken. Da müsst ihr sofort eine Strafanzeige machen gegen die Leute. Die haben eine Kündigung zu akzeptieren, wenn die BRD versagt hat, und sie hat versagt. Sie hat auf der ganzen Linie versagt. Es gibt nichts, was die BRD ordentlich gemacht hätte, was wir hätten nicht besser machen können. Wir hätten die ganzen VEB-Betriebe erhalten können, und zwar mit neuen Investitionsgütern. Ja, weil wir haben ja ein super Rating gehabt mit 6 Milliarden Schulden, Auslandsschulden, hätten wir problemlos neue Kredite aufnehmen können und wir hätten alles neu bauen können. So, vielleicht bei alte Gemäuer hätten wir sanieren können, weil man sagen kann, gut, das ist ein gutes Bauwerk noch. Aber wir hätten alles neu hinstellen können, wie in China. Nicht kleckern, plötzen. Hätten wir gemacht, ohne uns so kritisch zu überschulden wie die Bundesrepublik, die jahrelang über ihre Verhältnisse gelebt haben. So, da hätten wir eine ordentliche Industrielandschaft gehabt, ohne Dreck und ohne Arbeitslosigkeit und sie war es super gegangen. So, was haben sie gemacht? Die haben die ganzen Maschinen und Ausrüstung alles auf dem Weltmarkt verdickt und haben die Belegschaft gekündigt. Das ist das, was die Wende war und worauf Kohl stolz ist. Das ist der größte Verräter und Verbrecher, den die deutsche Geschichte je hatte. Weil er hat uns mit Lügen überzogen und hat heimlich hinter seinem Rücken mit seinen Pneibrit-Leuten das ganze Volk verraten, vor allen Dingen Mitteldeutschland verraten. Denn die standen schon im Kaiserreich. So, ihr wisst, dass ich bei solchen Sachen den Mut kriege, wenn auch Gorbatschow hat ja nicht nur uns verraten, sondern hat auch die Russen verraten und Verträge gemacht, wo Putin jetzt noch zu rudern hat, dass er da wieder rauskommt aus der Nummer. Und es vergeht kein Tag, dass in ARD und ZDF über Putin nicht gelogen wird. Und wir müssen das abstellen. So. Und ich habe euch ja gesagt, ihr braucht ja bloß mal überlegen, wie viel gibt es denn Selbstverwalter in der Bundesrepublik? Wie viel gibt es BRD-Leugner? Wie viel gibt es Leute, die Mensch aus der Familie Max Mustermann heißen wollen? Sind Millionen. So. Und wenn jeder von denen nur 1 Euro gibt, das ist 1 Euro, damit wir endlich mal diesen Dreck in die Öffentlichkeit bringen können und das anprangern können, dass das hier aufhört, das Gelüge. Na, weil, ja, ich finde sonst keine Worte mehr. So, wir brauchen also jeden Abend eine Fernsehsendung, wo wirklich die Wahrheit dem Volk wirklich mitgeteilt wurde, dass er wirklich jeder das begreift, dass er jahrelang nur an der Nase herumgeführt wird und dass sie ihn nur als Batterie missbraucht haben im Sinne von, ja, wie hieß der Film, Matrix, ne? Genau.
Nichts anderes. Sie haben eure Arbeitsenergie geraubt und haben euch nur den letzten Dreck gegeben. So, die neuen Investoren, die da reinkommen, die kriegen mindestens das Doppelte an Sozialleistungen, was ein Deutscher kriegen würde. Na, den Obdachlosen, den geben sie nicht mal eine warme Mahlzeit. Ja? Und die anderen, die meckern rum, weil es nicht halal ist. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So, und sowas muss aufhören. Wenn ihr euch nicht organisieren könnt, wenn ihr euch nicht, ich sag mal, im friedlichen Level, aber wenigstens mit Protest äußert, wird es nicht sich ändern. Ne? Wenn eine Stadt 200.000 Einwohner hat, dann sollen wenigstens 100.000 bei der Demo sein. Die anderen müssen eben ihre Kinder hüten, kann ja sein. Aber der Rest muss auf die Straße, sonst hört das nicht auf. Und zwar in jedem Ort. Aber dann auch mit der richtigen Fahne. Nicht mit der BRD-Fahne, sondern mit der Bundesstaatenflagge. In dem Bundesstaat, wo ihr her seid. So. Und ich mache auch gerne noch Links ran, wo man die Bundesstaatenflaggen kaufen kann. Man kann ja bei Amazon gucken. Aber bitte passt auf, dass euch keine Flaggen von den Freistaaten untergeschoben werden. Es gibt nämlich auch Freistaatenflaggen, die von 1920 sind. Das sind nicht die richtigen. Ihr braucht die, die 1918 gültig waren. So, Königreich, Sachsen, ja, sind Sachsen und sonst Preußen und so weiter. Die ganzen 26 Bundesstaaten, ja, alle eigene Bundesstaatenflaggen. Mit den Flaggen geht er zur Demo. Und dann sagt er auch deutlich, dass er die Bundesstaatenflaggen zurückhaben wollte. Wenn er das massenhaft macht und wenn die Pegida auch endlich mal aufweckt und uns nicht ständig in den Rücken fällt mit ihrem BRD-Gesäusel. Ich meine, AfD ist ja eine schöne Sache, aber sie wollen ja das System erhalten. Sie wollen ja weiter, ein bisschen verändert, aber sie wollen ja aus der EU raus und sie wollen auch nicht die Leute aus der Sklaverei entlassen, sondern die wollen, dass das noch ewig so weitergeht. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Leute freigesetzt werden. Und dass diese Sklaverei und dieses Verdummungsfernsehen endlich aufhört. Wir machen uns ja bei anderen Ländern einfach nur zum Trottel. Man braucht ja nur in Ägypten, sagen sie dir die Wahrheit, was in deinem Land los ist. Weil die in ihren Nachrichten und in der Schule das genauso kriegen, wie es der Wahrheit entspricht. Oder in der Schweiz zum Teil. Ja. Bloß hier in der Schule werden den Kindern irgendwelcher Mist erzählt. Jetzt ist es noch so, dass in der Schule jetzt anfangen, den Kindern Arabisch zu lernen. Das ist eine absolute Frechheit, sowas. Ja, und hier gehört ordentlich aufgeräumt. Und die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass hier nur Klingelton-Generationen herangezogen werden, die müssen privatrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Und zwar privat, unbeschränkt, zeitlich und betriebsmäßig. Dann wird das komplett abgeräumt, Haus weg, Auto weg, bis hier wieder Ordnung ist. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Und ihr könnt mich gerne belehren und könnt sagen, ich bin ja extrem, ich bin überhaupt nicht extrem. Ich verlange einfach nur, dass das uns zusteht, was die Haager Landgangsordnung uns an Rechten gibt. Und das Recht ist, Artikel 43 setzt das Landesrecht ein. Wir sind immer noch eine kaiserliche Monarchie. Die Leute, die erzählen, ihr wollt ja in den Kaiser zurück, da wollt ihr ja einen Krieg zurück. Nee, wir sind im Krieg. Es ist nur ein Krieg in Zeitlupe, weil wir halt im Waffenstillstand sind. So. Und wir wollen einfach, dass das beendet wird. Und zwar ein ordentlicher Friedensvertrag, wo die anderen Staaten, die nur alle pleite sind und auch nicht mehr kämpfen wollen, ihre Reparation bezahlen, damit der Erste Weltkrieg abgeschlossen ist. Weil der Zweite ist ja nur eine Fortsetzung des Ersten. Um nichts anderes geht's. So, und dann können wir uns darüber unterhalten, ob wir den Euro in die ewigen Jagdgründe schicken und ob wir eine ordentliche Währung auf den Weg bringen, die ihren Namen verdient und die auch ordentlich stabil ist. Und die wenigstens zu 25% mit Sachwerten unterlegt ist. Nur das bringt uns ja weiter in dem System. Alles andere, dieses dumme Gequatsche des EU-Präsidenten, der jetzt nur wieder sein Gehalt aufgestockt hat, das müssen wir alles nicht haben. Das brauchen wir alles nicht. Auch die Franzosen, die Italiener, die haben alle den Kanal randlos voll. Ich rede jetzt mal gar nicht von Österreich-Ungarn hier, von den Staaten, die nur auch mal begreifen müssen, dass sie ihre Außengrenzen sichern müssen, weil denen bricht ja das auch weg. Wenn die Bodenrechte nicht verlängert werden, kommen die Invasoren ins Land und nehmen denen die Häuser dort auch weg. Das ist eine ganz einfache Sache. So, deswegen müssen wir uns dagegen wehren. So, und die Leute, die das hier zu verantworten haben, die uns hier solchen Dreck zustellen, die gehören vor Gericht gestellt und abgeurteilt, weil hier für jeden, der hier unterschrieben hat, mit gezeichnet, 6 Jahre wegen Rechtsbeugung anstehen. Und die will ich vollstreckt sehen. Und wenn das 10 Jahre dauert, bis ich diesen Titel kriege, um die Leute vor Gericht zu stellen, aber ich werde es schaffen. So, ich hoffe mal, ihr habt ein bisschen Klarheit, was hier wirklich auf dem Spiel steht. Und bitte organisiert euch zu Stammtischen, sprecht euch ab mit den Sammelstellen, dass wir die Bauvorhaben voranbringen. Ist immer die Klage gegen die GEZ. Die Klage, dass sie alle in die Bundesstaatenangehörigkeit entlassen werden, sollen wir vom Ausland aus machen. Und dass der Sender offen weggebracht wird, damit wir dann endlich mal loslegen können. Ich werde dann, ich sag mal, übernächste Woche, schätze ich mal,
eine Service-Nummer bekannt geben, hier in dem Video. Da könnt ihr dann in die Sendung reinrufen, live, und könnt Fragen stellen und die werde ich dann auch live beantworten und das dann auch in YouTube einstellen. Das wird dann, wenn die Anlage hier fertig ist, alles repariert ist, schätze mal noch, zwei Wochen wird es noch dauern, ne? Bis wir hier soweit um mit den Baumaßnahmen fertig sind. Vorne ist ja eine Werkstatt noch nicht fertig und da muss ja das ganze Technikzeug, was jetzt nicht zum Sendebetrieb nötig ist, alles erstmal in die Werkstatt rüber. Und da wird das dann hier ein bisschen schöner aussehen. So, ich hoffe mal, ich habe euch erstmal einen Überblick gegeben. So, dann nochmal wegen der Krötenwanderung. Wir haben ja eine Sammelstelle gemacht, die nur dazu dient, die stellt euch eine Quittung aus, das Geld, was sie eingenommen haben, und die sammeln das und wechseln das ganze kleine Geld erstmal in Scheine. Ne? Also die 1-Euro-Sticken, die haben wir auch so, die können wir alle wiegen. Ja, wir können nicht alles zählen. Also vorstellen, so ein Eimer voll Kleingeld, wenn du wissen willst, wie viel ist denn das da drin, müsstest du alles zählen. Ne? Geht ja nicht. So kannst du dann das Ding wiegen und also die Euro-Münzen sind alle na, gleichen Wert und da weißt du, wie viel in dem Eimer drin ist. So, und dann kannst du das rollen und dann kannst du das zur Sparkasse geben und die wechseln das um und dann hast du auch Scheine. So, und manche haben nun mal nicht, die können die 5 Euro nicht geben, aber die können 1 Euro geben. Deswegen haben wir gesagt, man nimmt 1 Euro Stücken oder Scheine. So, und die Scheine wechseln wir dann und dann gucken wir die entsprechende Technik. Also das ist die erste Lieferung, die jetzt gekommen ist. Und ungefähr in 3-4 Wochen kommt nochmal eine Nachlieferung, was jetzt noch fehlt, was jetzt hier noch, was wir nicht weggekriegt haben. Wir waren ja bloß mit Minivan unterwegs und können wir ja auch nicht überladen, das Auto. So, also wisst ihr auch schon Bescheid. So, jetzt noch die Klagegemeinschaften. Also wir wollen bezüglich der GEZ klagen, weil wir wissen, dass der MDA keine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt ist, sondern dass es ein Betrugsverein ist. Die sind privatrechtlich. Und die sind ein Parteikonstrukt und haben keine Ernennungsurkunde des Kaisers, weil eine staatliche Institution muss vom Kaiser eine Ernennungsurkunde haben. Mich würde wundern, dass der Kaiser in Hetz- und Kriegshetzesender für sich bestellt hat. Hat er denn dann kann die Ernennungsurkunde nicht beibringen. Und wenn der Freistaat mit dem MDA einen Vertrag macht, dass er uns mit Lügen überzieht, das ist es denn ihr Problem. Aber das hat mit uns nichts zu tun. Der Freistaat muss es dann aufbringen. So, und aber er darf nur Geld hier rausziehen aus der Bevölkerung, was notwendige Verwaltungskosten sind. Und ein Hetzsender ist keine notwendige Verwaltungskosten. Es ist verboten, hier das als Steuern oder als Beitrag abzuziehen. Das ist ein Kriegsverbrechen. Und das genau das nur noch vom Internationalen Strafgerichtshof einklagen. Und dann müssen die das Geld vom 17.07.1990 bis rückwärts allen rückerstatten. Und ich hoffe mal, dass der MDR danach Geschichte ist. Dass er so viel rote Zahlen schreibt, dass sie nicht auf ihr Blatt passen. So, und dann haben wir dieses Drecksystem endlich beseitigt. So, und dann können wir hier Wahrheit sprechen. Und anders wird das nicht laufen. So, bis dieses Drecksystem beendet ist. Ja, ich denke mal, ich war es deutlich.